gerade bestimmt in der Küche und frisst. Bist du das? Wie geht es Ihnen? Ja. Willkommen im Ultralax. Ich hoffe inständig, dass es alle Ihre Erwartungen erfüllt. Ich habe mir die große Chefin hier irgendwie anders vorgestellt. In der Tat, aber man kann es kaum Arbeit nennen. Ich bin vielmehr eine Verwalterin und keine gewöhnliche Arbeiterin. Kann man es Arbeit nennen, wenn einem die eigene Tätigkeit so viel Freude macht? Wir von der Feinschmeckergesellschaft sind gemeinschaftlich für den Erhalt der Schönheit und der Klasse des Ultralax verantwortlich. Als Gründerin obliegt es mir, darüber zu entscheiden, wie wir dabei vorgehen. Bla bla. Aus der ist irgendwie nicht so viel rauszuholen. Aber die sind mir ehrlich gesagt ziemlich suspekt. Die Gourmets hier. Es scheint, dass die Gebiete bald hochgehen. Das Essen hier ist traumhaft. Niemand kocht Brahmen wie Philipp. Die kochen wirklich diese zweiköpfigen Strahlungskühe. Ist ja widerlich. Badehaus haben die? Hilft schon. Und es ist nicht mal... Warum darf man das Wasser hier nicht trinken? Ich trinke das Wasser. Schaut mich an. Ich bin so böse. Naja, wo geht's hier hin? Hotelzimmer? Nee, ich will hier einfach nur raus. Die Leute sind mir absolut suspekt. Die gefallen mir überhaupt nicht. Mit denen will ich an sich nichts zu tun haben. So, dann müsste ich mal ins Tops einfach. Ups, da wollte ich auch nicht rein. Ins Tops und mich mal mit den Kumpanen von Benny ein bisschen unterhalten. Weil der Benny, der ist mir ja ein ganz dicker Hund, ne? Den habe ich ja nun leider... Moment mal, eigentlich bin ich doch jetzt... wahrscheinlich der Anführer der Vorsitzenden, weil ich habe ihn ja im Messerkampf besiegt, nicht wahr? Gib mir mal meine Waffe zurück, Bro. Und du hast da irgendwie... seltsames Ding hängen. Soll das ein Gehstock sein? Als Waffe? Naja. So, mein ganzes Zeug. Schön. Und dann gehen wir mal ins Tops und informieren uns da mal, was da jetzt los ist. Wahrscheinlich spricht uns, sobald wir reingehen, erstmal irgendwer an und fragt, ey Junge, bist du nicht der Benny da, den Sieht Rest aus, gegeben hat? Sieht aus, als ob Mr. House doch nicht immer gewinnt, was? Nach dem, was Mr. House passiert ist, weiß wohl... Ach, die haben es alle schon mitgekriegt mit Mr. House. Ich bin bald der neue Mr. House. Hey, hey, guter Mann, herzlich willkommen. Locker und lässig, so gefällt mir das. Keine Sorge. Oh, und ein Rat unter Freunden. Da wir dieses kleine Geschäft erledigt haben. Das hatten wir ja alles schon und, hups, ich will doch keinen Cheat eingeben. Viel Spaß, Baby. Dankeschön. Diese Securit. Wenn Mr. House nicht mehr der Chef des Crips ist, was heißt das dann wohl für uns? Okay, hier muss ich mich auch mit irgendwem unterhalten. Zweifelsfall ist er wahrscheinlich direkt hier. Bist du das? Große Klasse. Benny verzieht sich und ich darf hier alles am Laufen halten. Wie kann ich Ihnen helfen? Benny ist tot, Mann. Sie waren schon länger nicht mehr auf dem Strip, was? Mein Name ist Swank. Das hier ist mein Laden. Ich dachte, dass Benny dem der... Ja, der gut. So lief es früher mal. Jetzt ist Benny weg und ich bin alleine Chef. Erzähl mir mal was über das Tops. Das Tops? Klar, sicher. Wenn Sie was drüber wissen wollen, ist der alte Swank genau der Richtige. Wir haben alles, was Ihr Herz begehrt. Spielautomaten hinten... Karten und Roulette vorn, erstklassige Unterhaltung oben im Aces Theater. Und obendrein wird Ihre Sicherheit persönlich von den Vorsitzenden und der Securitron-Polizei von Mr. House garantiert. Willkommen im Tops! Okay. Na, ciao. Wie finden Sie die neuen, bis an die Zähne bewaffneten Ranger? Dieser Killer-Roboter-Look ist doch der letzte Schrei. Total. Aber, habe ich mich jetzt genug über die Vorsitzenden informiert, oder? Weltkarte, Aufgaben. Optional, auch über die Vorsitzenden musste ich mich gar nicht informieren. Das ist ja auch schön.
Ins Grimora muss ich auch noch gehen. Oh Mann, ich verdrück mich hier immer. Ja, ich glaube die Vorsitzenden, die sind ganz okay. Und mir fällt gerade auf, ich habe irgendwie gar nichts an. Solange ich hier unterwegs bin, kann ich ja die coole Kapuze hier und das da anziehen. Oder das da. Sieht jetzt aus. Nicht wie Benny jedenfalls, aber das sollte hinhauen. Naja, gehen wir mal raus. Ich bin der neue Benny, Leute. Jetzt gehen wir noch ins Grimora. Oder wie hieß das? Wow. Ich bräuchte einen Arzt, verdammt. Ins... Naja, in das auf jeden Fall. Grimora. Hoppla. Und da informieren wir uns dann auch noch ein bisschen. Ach, da war ich ja schon eine Zeit lang drin. Also die Feinschmecker gefallen mir überhaupt nicht, die... Hey, niemand außer Omertas darf im Gomorra Waffen tragen. Lassen Sie Ihre Waffen bei mir. Ja, okay, bitteschön, tust. So, mit wem muss ich denn hier reden? Ach, hier muss ich mit auch keinem reden. Rede ich ja mit dir. Hallo und willkommen. Ja, ich glaube, mit denen habe ich schon geredet. Ich glaube, die waren auch halbwegs okay, aber irgendwie auch nicht, aber naja. Gut, dann begeben wir uns auf unserer diplomatischen Mission mal weiter in Richtung Datenweltkarte. So, Nellys Air Force. Wäre da. Da ist, habe ich keine Ahnung. Und hier unten wird auch irgendwas sein. Gehen wir da einfach mal hin. Ha. So, habt ihr noch was gegen mich? Am besten unauffällig bleiben. Die RNK und die Legion werden sich bald die Köpfe einschlagen. Okay. Ich soll vielleicht erstmal zu einem Arzt, deswegen gehe ich jetzt erstmal zurück nach... Sie haben diese Art noch nicht entdeckt. Was? Ich habe gar nichts gedrückt. Ich will erstmal nach, Good Springs. Nicht nein. Ja. Wilfried the Wizard. So. Aber ich wäre gerne ein bisschen schneller. Das nervt richtig, dass man hier so richtig langsam ist. Wow. Naja. In Skyrim kann man immer so schön hin und her sprinten. Aber hier, nee, das ist. Ein bisschen schneller hätten sie es echt machen können. Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, hier zu rennen? Na, Doc, wo sind sie? Da. Hey, Bro. Wie geht es Ihnen? Was wissen Sie über den Mann, der mich erschossen hat? Ich habe ihn oder seine Begleitung. Am besten versuchen Sie Ihr Glück mal bei. Na egal, ich brauche medizinisches Material, zum Beispiel... Ah, eine Arzttasche hätte ich vielleicht noch gehabt die ganze Zeit. Ja, die nehme ich auf jeden Fall mal mit, Arzttaschen. Leere Spritzen. Stimpaks. Nee, die kaufe ich mal nicht alle. Aber zumindest so 5 Stück sollte man vielleicht dabei haben, oder 10. Stützbandage. Super Stimpaks brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, das sollte erstmal reichen. Was kann ich dir denn mal so andrehen? Ich könnte hier gut mit RNK-Dollar bezahlen, damit kann ich bald eh nichts mehr anfangen. Atomcocktails, nee, die behalte ich erstmal. Blei, Buffout. Der moderne Arzt. Dietrich und du. Hey Dietrich, hi. Fernglas. Ah, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Sowas wollte ich doch die ganze Zeit. Jet. Kundschafterkapuze. Ich dachte, ich bräuchte ein Scharfschützengewehr, was ich dann als Ding benutzen kann, als Fernglas. Aber wenn ich direkt ein Fernglas haben kann, ist natürlich auch gut.
Ja, die Legionärsrüstung verkaufe ich dem auch mal. Die eine Machete kannst du auch haben. Maria, die behalte ich natürlich. Ich kriege hier nicht gerade gute Preise bei dem. Naja, was soll's. Lalala, rüterliche Sagen. Oh nein, es ist kein Delay drin. Ich habe nur ein Brain Delay. Zigaretten verkaufen wir mal. Vorkriegsgeld. Und ja, bitteschön. Und dann hätte ich noch ganz gern, dass sie mich hier so ein bisschen heilen, nicht? Bitteschön. Okay. Ah, Dankeschön. Sehr nett. Und dann gehe ich ja wieder raus. Zack. Und jetzt durchsuchen wir hier mal bei dem Lager. Gehen wir mal darüber zu diesem schönen Punkt. Schauen wir mal, was sie da hinten von uns wollen. Und zwar nämlich. Ich meine, das war hier, oder? Aber nicht, dass ich jetzt falsch gehe. Ja. Huch. Ich dachte. Oh, ich hasse es. Ah, jetzt habe ich mir wieder mein Bein ruiniert. Mann, 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 Mann. Ja, auch wenn es lächerlich aussieht, ich ziehe mir jetzt hier meinen Raumanzug wieder an. Ich muss da echt mal was Besseres finden, ganz ehrlich. Das geht so nicht weiter. Ich laufe hier nicht die ganze Zeit im Raumanzug durch die Gegend. Aber ich nehme jetzt mal ein wenig Mantets, Stimpak und Stimpak. Headshot voll ins Knie. So. So sieht's nämlich aus. Und. Naja, ich wollte das Fernglas mal ausprobieren. Nur so als Interesse. Zack. Ah. Ja, das Ding scheint ja recht praktisch zu sein. Packen wir mal weg. Aber naja. So, was haben wir denn hier? Danger. Wer will mich denn hier erschießen? Ist doch gar keiner. Speichern wir mal ab. Was zur? Bitte? Warum bitte ist es auf einmal Nacht und dunkel und was zur? Okay. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Aber egal, wir gehen da jetzt rein. Wir gehen da jetzt rein. Hidden Valley. Vielleicht sollte ich lieber statt dem Fernglas doch irgendwas Vernünftiges in die Hand nehmen. Hölle, das macht mir ehrlich gesagt ziemlich Angst gerade. Also, das macht mich nervös irgendwie. Angst macht Dead Space oder Dead Space 2 oder sowas. Das hier macht nervös. Irgendwie. Sehr nervös. Mami? Ich glaube, ich gehe nicht dahin, wo ich hingehen sollte. Doch. Oh, ist ein Stein. Okay. Wo bin ich? Jetzt sagt nicht im Hidden Valley, das weiß ich selber. Wo ist das Hidden Valley? Valley, 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 Valley.
gleich irgendwo einen Schuss aus dem Nichts wetten. Huch. Huch. Ban the bomb. John was here. Fade apathy or don't. Hidden Valley Bunker. Okay, hier sieht's mal aus wie in jedem normalen Bunker in dem Spiel, aber. Was genau will ich eigentlich hier drin? Hier liegen. Negligé. Alter, die haben Tote in ihrem Vorraum liegen. Hier können keine guten Menschen wohnen. Hallo? Jemand da? Jemand zu Hause? Wer dann wohl selbst den Weg nach draußen finden? Tatsächlich, kleiner da. Was hat das hier denn für einen Sinn? Hier musste ich auch gar nicht rein. Okay. Ich musste ganz woanders hin.